So, hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, dieses Video bezieht sich auf das Video von gestern, dafür bezahlt zu werden, du selbst zu sein. Und ich weiß, ganz, ganz viele hier von meinen Abonnenten, die möchten gerne ihre spezielle Person entweder zurückmanifestieren oder so verändern, dass die spezielle Person ihnen spiegelt, wie großartig und wie wertvoll und wie aufregend und wie unvergesslich sie ist. Und ja, ihr wisst, es geht um Selbstkonzept. Es geht immer um Selbstkonzept, weil wer ich bin, wovon ich überzeugt bin, wer ich bin, das wird mir im Außen gespiegelt. Also nochmal, das Außen spiegelt mir das, wovon ich überzeugt bin, dass ich bin. Ich bin göttliches Design. Ich bin göttliche Idee. Ich bin göttliche Energie. Ich bin göttliche Vorstellung. Was ist göttlich? Göttlich ist perfekt, fehlerfrei, ideal, ohne Mangel, in Fülle, in Erfüllung. Gott ist eine Idee. Gott ist eine Energie. Gott ist eine Vorstellung. Und ich habe diese Vorstellung. Ich habe Vorstellungskraft. Meine Vorstellungskraft ist meine Manifestationskraft. Aber nachdem ich mir nur vorstellen kann, was ich bin, ist es wichtig, dass ich die richtige Vorstellung über mich habe. Wer bin ich wirklich? Welche Energie? Aus welcher Energie bin ich denn wirklich? Bin ich wirklich aus der Energie, die ich gelernt habe, die mir im Außen gespiegelt worden ist? Da gibt es auch ganz viele Videos auf meinem Kanal, insbesondere das Video, wie ich ursprünglich hier meine Mutter spiegele und tatsächlich glaube, ich bin so, wie meine Mutter mich betrachtet hat. Aber das ist natürlich nicht die Wahrheit, weil es ist eine Betrachtung, es ist eine Manifestation. Ich bin zu dem gemacht worden, solange ich unbewusst hier auf dieser Erde war. Wenn ich aber jetzt bewusst erkenne, wie dieses Spiel hier läuft, wie es gedacht ist für mich, dass ich erkenne, dass ich nicht die Manifestation bin, die mein Umfeld aus mir gemacht hat oder meine Geschichte oder die Ansichten, die ich übernommen habe, sondern dass ich neu wählen kann. Und ich wähle aus einer Perspektive, die nur das Beste in mir sieht, die weiß, dass all das, was ich dachte, was falsch an mir ist, nur deswegen falsch an mir ist, weil ich dachte, dass es falsch an mir ist. Aber die neue Divine Design Perspektive, die macht mich neu, die sagt, lege deine Geschichte ab, weil du bist nicht deine Geschichte. Weil wenn du deine Geschichte nicht ablegst, regenerierst du, rekreierst du immer wieder dich in deiner Geschichte. Und wenn dir deine Geschichte nicht gefällt, weil du zu wenig geliebt bist, weil du zu wenig Aufmerksamkeit bekommst, weil du zu wenig Geld hast, weil du zu wenig Freiheit hast, weil du zu wenig Freude hast, weil du zu wenig glücklich bist und so weiter und so fort, geht es darum, dass du nicht versuchst, Glück zu finden, Geld zu finden, Freude zu finden, sondern dass du erkennst, dass du eine Identität annehmen musst, die glücklich ist, die freudig ist, die erfüllt ist, die in der Fülle lebt. Und was macht eine Identität aus? Eine Identität ist eine Persönlichkeit.
im Filmbusiness? Ist es ein Charakter? Ist es eine Rolle? Mehr ist es nicht. Die Hauptrolle deines Lebens ist die Identität, die du verkörperst. Und wenn du in der Hauptrolle deines Lebens nun mal jetzt ungeliebt, nicht akzeptiert, nicht unterstützt, nicht gewollt warst bis jetzt, ist es an der Zeit, dass du dir eine neue Hauptrolle deines Lebens auf den Leib schreibst. So, dass es genau zu dir passt, zu dem, was dich begeistert, zu dem, was dich ausmacht, zu dem, was du sein möchtest, einfach nur, weil es dir gefällt. Und heute hatte ich ein 1:1 Gespräch mit jemandem und sie hat sich immer schlecht dafür gemacht, dass sie sich begeistert für Sachen, die dann macht, erlebt und dann was anderes sucht. Und sie hat sich schlecht gemacht, weil das Außen sie beurteilt oder verurteilt hat und gesagt hat, ja, du kannst mal nicht bei was dabei bleiben und du bist so sprunghaft und so weiter und so fort. Bis sie gemerkt hat, das begeistert mich. Es begeistert mich, die Freiheit der Wahl. Es begeistert mich, dass ich neu wählen darf. Und genau das ist ihr Genius. Deswegen kann sie gut manifestieren, weil sie sich erlauben kann, jetzt, wo sie weiß, dass es kein Fehler an ihr ist, sondern eine unglaubliche Gabe, einfach ihre Begeisterung zu shiften. Wenn hier wieder etwas ist, was sie nicht begeistert, dann sucht sie sich was Neues, was sie begeistert. Und sich zu erlauben, diese Identität zu haben, und das als sein Genius anzuschauen, zum Beispiel. Das ist genau das, was ich meine. In ihrer alten Rolle hatte sie die Rolle auf den Leib geschrieben. Deine Sprunghaftigkeit, das ist nicht gut. Du musst länger dranbleiben und beständig sein. Jetzt hat sie sich eine neue Rolle erlaubt. Ihre Sprunghaftigkeit und ihre Unbeständigkeit sind ihr Genius. Weil sie loslassen kann, wenn sie etwas nicht möchte, weil sie loslassen kann und sich was Neues sucht, was sie begeistert, weil sie dadurch immer in frischer Begeisterung leben kann. Und das ist ja die Energie, die wir wollen, die wir suchen, die wir brauchen. Und diese Identität anzuerkennen, die du sein möchtest, ist das Selbstkonzept, das du dir geben musst, um die Dinge zu bekommen, im Außen gespiegelt zu bekommen, die du dir wünschst. Und in diesem Selbstkonzept musst du nun mal eine Frau sein, vor der die Männer niederknien, weil sie so großartig ist. Und diese Frau, die denkt nicht den ganzen Tag, wo sind meine Fehler? Warum bin ich nicht gut genug? Was könnte ich besser machen? Warum ruft er nicht an? Warum macht er keine Avancen? Warum macht er keine Pläne? Warum macht er keine Geschenke? Nein. Diese Frau, die du verkörperst, wenn du es richtig machst, wenn du dein Drehbuch richtig schreibst, mit den richtigen Passagen, mit den richtigen Gedanken, mit den richtigen Worten, mit dem richtigen Auftritt, dann bist du in der Lage, so lange in deiner Rolle zu stehen, bis die äußeren Mitspieler ihre eigene Rolle, die du natürlich auch schreiben musst, die Rolle von dem, der dich anhimmelt, der dich liebt, der dir sagt, wie gut du bist, wie schön du bist, wie richtig du bist. Diese Rolle musst du dem Außen auch geben. Weil wie willst du in dieser Hauptrolle brillieren, in deiner Hauptrolle brillieren, wenn du im Außen Rollen verteilst, die immer wieder deine Hauptrolle sabotieren? Und das machen die meisten. Sie sehen im Außen überall Saboteure.
Sie manifestieren sich selber im Außen Saboteure hin. Und genau um das geht es in diesem Prozess. Es geht nur um dich, um dein Selbstkonzept. Und aus dem heraus hast du deine Fremdkonzepte, die angepasst sind an dich. Und wenn du jemanden siehst, der seine Rolle nicht richtig spielt, weil er sich kritisiert oder schlecht findet, bist du unberührt. Der muss seine Rolle einfach noch lernen und er lernt sie nur, wenn du bei deinem Skript bleibst, wenn du bei deinem Skript bleibst. Aber wenn du jedes Mal, wenn ein Mitspieler sein Skript noch nicht kann oder vergessen hat, du selber auch dein Skript veränderst, dann wird dein Leben, wird dein Stück nie bühnenreif. Dann wird deine Manifestation nicht da sein. Der Vorhang kann sich nicht lüften. Du kannst es nicht sehen, wenn du hinter dem Vorhang immer wieder selber von deinem Skript abweichst. Und in Bezug auf Geld ist es eben genau dasselbe wie in Bezug auf Liebe. Wenn du möchtest, dass du dafür geliebt wirst, du selbst zu sein, brauchst du dieses Skript? Brauchst du deine Rolle? Musst du deinen Charakter verkörpern? Und wenn du dafür bezahlt werden möchtest, du selbst zu sein, in Geld und nicht in Zärtlichkeiten und in Komplimenten und in Anerkennung, sondern eben auch in Geld, ist es das gleiche Prozedere. Stell dir vor, du hast einen Mitspieler in deinem Spiel und der heißt Geld. Der hat ein Skript von dir bekommen. Da steht ganz genau drin, wie er dich sehen will, wie oft er dich sehen will, wie sehr er und wie nah er oder sie, die Geld, ist mir eigentlich egal, bei dir sein möchte. Und deswegen ist Geld oder eine spezielle Person genau das gleiche Spiel und erfordert von dir die gleiche Sache. Dein felsenfestes Selbstkonzept zu verkörpern, bei deinem Skript zu bleiben, no matter what, das heißt, auch wenn sich deine Mitspieler im Außen noch nicht an ihr Skript halten, respektive wenn du dein Skript vielleicht noch nicht so ganz wasserdicht verfasst hast, dass du dann trotzdem bei deiner Rolle bleibst und vielleicht diese Mitspielerrollen korrigierst. Und wie machst du das? Tools wie innere Gespräche, üben mit deinen Mitspielern, deine Mitspieler, genau hören, was deine Mitspieler sagen, was in ihrem Skript steht, du wiederum darauf reagierst. Das ist das eine Tool, innere Gespräche. Das andere Tool ist affirmieren. Das heißt, ich bleibe bei meinem Skript, ich lese runter, was für mich der Fall ist. Ich bin die Hauptdarstellerin, ich bin die wichtigste Person in diesem Leben, in diesem Spiel. Ich bin hier, um geliebt, um gewollt, um versorgt und unterstützt zu sein. Affirmiert, affirmiert, affirmiert. Dann affirmierst du für deine äußeren Personen, für deine Mitspieler. Er hat die Rolle, mir zu sagen, wie toll ich bin. Er hat die Rolle, mich zu beschenken. Er beschenkt mich die ganze Zeit. In seiner Rolle steht drin, dass er mich 5-mal am Tag anruft. Er ruft mich 5-mal am Tag an. Er ruft mich 5-mal am Tag an. Und plötzlich fehlt im Hintergrund der Sound und das Telefon klingelt nicht. Und du bleibst in deiner Rolle. Er ruft mich 5-mal am Tag an. Er ruft mich 5-mal am Tag an. Er ruft mich 5-mal am Tag an. Genauso ist das Spiel. Genauso geht das Spiel. Und was steckt hinter dem Spiel? Nichts anderes wie die Energie, die du generierst durch deine Vorstellungskraft.
Es kommt nur auf das an, was du dir vorstellst. Und deine Vorstellung besteht nun mal aus unsichtbaren Sachen, aus Energie. Das nennen wir Energie. Unsichtbare Sachen nennen wir Energie. Und die Energiegeneratoren sind Gedanken, sind Bilder, sind Gerüche, sind fühlbare Dinge, die du dir vorstellst, wenn du zum Beispiel Geld manifestieren willst, dass du es riechst und dass du es fühlst. Das geht alles nur darum, um die Vorstellung dessen, was du möchtest, in dir so präsent zu machen, dass deine Identität zweifelsohne in den Match kommt. Das ist der Job. Und was macht diesen Job so schwierig? Wo sind die Gegenspieler? Die Gegenspieler, die sind meine alte Geschichte. Mein altes Drehbuch, das ich so auswendig gelernt habe. Diese alte Rolle, die ich über Jahrzehnte hinweg so verfestigt habe. Das ist das Problem. Aber schau mal Tom Cruise oder irgendjemand anders. Die wechseln die Rolle. Locker, easy peasy. Und genau das darfst du dir auch erlauben. Da kommen die Werte, da kommt die Ethik, da kommt die Verpflichtung. Und das ist das Problem. Energie kennt keine Werte, keine Ethik, keine Verpflichtung. Im Divine Design, in der Divine Design Energie, in der göttlichen Energie ist das eh alles schon erfüllt. Es ist alles aus Herz und Liebe, Begeisterung. Dein ganzes Drehbuch ist in dieser Divine Design Philosophie entstanden. Es ist aus dem höchsten Wert. Und in dem Fall bist du und all deine Mitspieler aus dem höchsten Wert erschaffen. Von dir. Durch dich. Und es ist schon da. Dein Design, dieser Divine Design Drehbuch steht schon. Alle sagen ja, die Akasha-Chronik oder was weiß ich nicht was, der Seelenweg. Aber diese Dinge werden immer so betrachtet, mit Einschränkungen, mit Bedingungen, mit Zusammenhängen, mit Analyse. Aber dieses energetische Drehbuch, das für dich schon besteht, diese energetische Rolle, die du schon spielen darfst, die für dich gedacht ist, aus Divine Design hat sowas gar nicht. Arbeite nur aufgrund von Facts. Und Fact ist, dass du hier bist, um deine göttliche Rolle zu verkörpern, um deine Fülle-Rolle zu verkörpern, um deine erfüllte Rolle zu verkörpern, um deine Leader-Rolle zu verkörpern, um deine absolute Divine Design, um dein absolutes Divine Design-Universum zu verkörpern, zu spielen. Deins, du. Es ist für dich. Und es ist aber nicht aus einer Kraft außerhalb von dir entstanden. Und es ist auch nicht besser oder schlechter wie der Seelenweg oder anders wie der Seelenweg von irgendjemand anders, sondern es ist deins. Deins, dein Seelenweg, dein Divine Design. Du bist. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin der einzige Genius. In meinem Patrizia-Versum, das bin ich. Herzlich willkommen in meinem Universum. Herzlich willkommen bei meinen Ansichten. Herzlich willkommen in meinem Divine Design-Universum, wo du für mich in allerhöchster Perfektion bist. In allerhöchster Fülle. Dir fehlt nichts. Kein Geld, keine Liebe, kein Lover, kein 3P. Nichts. Du bist erfüllt. Du bist erfüllt. Und dein Divine Design Universum hat die gleichen Inhaltsstoffe wie meins. Manche nennen es Gott. In diesem Sinne, herzlich willkommen in meinem Divine Design Universum. Wir sehen uns bald. Like, teile, wirklich teile, bitte teile. So können wir uns gegenseitig befreien von unseren falschen Informationen, die uns seit Geburt
eingetrichtert worden sind. See you soon. Und schon geht es weiter mit einer neuen Verlosung. Bei 4000 Abonnenten verlose ich wieder ein 1:1 Coaching von 60 Minuten. Den Link zur Anmeldung findest du unter jedem Video. Melde dich gleich an, wenn du noch nicht angemeldet bist. Wenn du schon angemeldet bist, bleibe auf der Liste und du nimmst automatisch bei der nächsten Verlosung teil. Teile meinen Kanal, lass uns unser geilstes, kühnstes, unglaublichstes, extravagantes Leben generieren in Liebe, Fülle, Freude und Leichtigkeit, weil es möglich ist. Wir müssen nur unseren Kopf dahin bringen, dass er uns in dieser Identität verankert. Let's do this!